Hallo meine Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Star Wars The Old Republic, heute mal an einem Mittwoch. Warum Mittwoch, habe ich in der Folge von gestern gesagt, also eigentlich ja keine wirkliche Folge, sondern ist das der Notfallaufzug, den ich benutzen muss? Sondern ein kleines Infovideo, das mir gestern die Wartungsarbeiten inzwischen gekommen sind. So, okay. Ich habe gesagt, in der letzten Folge, da waren wir schon hier, ne? Genau, richtig. Habe ich gesagt, ich will nicht durch die Tür gehen, weil ich glaube, dass hinter der Tür irgendwas passiert und ich wollte das nicht in der letzten Folge so einfach hinten dran schmeißen. Deswegen habe ich gedacht, machen wir das, ja, hinter der Tür passiert gar nichts. Nee, klasse. habe ich jetzt nicht so mit gerechnet. Aber ich denke, hier wird gleich irgendwas passieren, wenn ich mich recht entsinne. Und deswegen ist das, glaube ich, gar nicht schlecht, dass wir das einfach jetzt in die Folge mitgenommen haben. Weil das ist immer so das Doofe, wenn ich dann irgendwie eine Folge mache und am Ende... Was war das? Am Ende passiert noch irgendwas Cooles, dann bleibt das meistens so unkommentiert stehen. Das finde ich dann ziemlich doof. Ne? Und deswegen ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, dass wir das jetzt so gemacht haben. Hallo? Wo ist er denn, der Dritte? Weil so, denke ich mal, wird es auf jeden Fall besser. Ja. Kann ich auch noch was dazu sagen, wenn dann hier gleich was passiert. Hört das auch nochmal auf? Kann ich einfach weitergehen oder... Irgendwie spawnen hier die ganze Zeit irgendwelche Sprungtruppen-Typen. Alter! Ist denn jetzt gut? Ihr seid halt auch... Ihr könnt halt nichts. Das ist das Ding, ne? So, da könnt ihr noch da könnt ihr halt noch so viele Prototypen sein. Ihr könnt halt einfach nichts. So, was soll ich jetzt hier machen? Ah! Okay, ich habe mich irgendwie mal wieder verguckt. Ich musste eh in die Richtung. Das ist ja praktisch. So, tschüss. Die Dunkelheit sollte uns bei der Flucht helfen. Nicht so sehr, wie es eine riesige Explosion getan hätte. Aber es muss reichen. Koff, wo seid ihr? Ich habe hier ein kleines Wartungsproblem. Wie schlimm ist es? Die Lage war schon besser, aber wir kommen klar. Gebt uns 3 Minuten. Haltet durch. Ich hoffe, ihr habt keine Angst vor der Dunkelheit. Tut, was ihr tun müsst. Wir werden warten. Finden wir einfach ein Versteck, um... Das ist keine Option. 3 Minuten, okay. So viel zur Theorie, dass die Dunkelheit uns Deckung geben würde. Valen ist wirklich hartnäckig, das muss man ihr lassen. Tief durchatmen. Thank you.
Sokov? Sind das Blasterschüsse? Gleich geschafft! Noch 3 Minuten! Kov, wir haben keine 3 Minuten mehr. 2,5! Fremdling, ihr habt das Verbrechen begangen, den unsterblichen Imperator zu ermorden und aus der Gefangenschaft zu fliehen. Wir verlangen, dass ihr euch sofort ergebt. Die Ritter von Sakul, eine Überwachungseinheit, die Valen untersteht. Machtsensitive. Ähnelt ihre Philosophie eher den Jedi oder den Sith? Für sie ist die Macht nur ein Mittel, um Gerechtigkeit walten zu lassen. Nichts weiter. Hört auf zu reden! Legt eure Waffen weg und gebt auf! Ihr wollt diese Auseinandersetzung nicht. Ihr wollt lieber nach Hause gehen. Das kann er nicht ernst meinen. Holt sie euch! Mit Gewalt! Naja, also Versuch war's wert, ne? Übrigens, falls ihr jetzt gerade auf dem Weg hierhin keinen Sound gehabt habt, also kein Gelaber von mir, dann lag das nicht daran, dass ich euch nichts zu erzählen hatte, sondern dass ich mal wieder verpeilt habe, dass mein Mikrofon nicht an ist. Und lustigerweise ist mir das dann mitten in der Videosequenz aufgefallen. Ich kann euch... Nein, ich zeige euch nicht, wie ich reagiert habe, als mir aufgefallen ist, dass... Panik! Flieht! Wir kämpfen an einem anderen Tag! Ihr Ritter, habt niemals gelernt, eure Wut richtig zu kanalisieren. Lasst ihn laufen. Damit er uns wieder jagen kann? Eine gute Strategie sieht anders aus. Wir werden gegen Ihren neuen Imperator kämpfen. Er wird Ihnen sagen, dass wir Monster sind. Ich möchte Ihnen das Gegenteil beweisen. Um die Öffentlichkeitsarbeit können wir uns kümmern, sobald ihr hier sicher rausgekommen seid. Valen. Ich kenne euch nicht. Aber euch. Euch habe ich schon mal gesehen. Ich halte sie zurück, solange ich kann. Sobald ihr die Chance habt, flieht. Ich wurde lange genug gejagt. Ich gehe nirgendwo hin. Ihr seid wirklich unglaublich. Nein, das brauche ich nicht. Kopf unten und die Augen offen halten und rennt wie der Teufel! Kommt schon! Wow! Eröffnung. Fleischsäcke können nicht fliegen. Festhalten! Ich drücke aufs Gas! Ich habe ein paar Probleme mit dem Antrieb. Okay, jede Menge Probleme. Es ist gut, endlich da raus zu sein. Danke. Für Dankbarkeit ist es noch zu früh. Wir sind nicht mal annähernd in Sicherheit. Wir wurden erfasst! Bringt uns hier raus! Das versuche ich! Na los, na los! Danke, T7. Wir schulden dir was. Ja, wirklich. Klage. Niemand hat mir gedankt. Ich weiß die Rettungsaktion zu schätzen.
Bescheidenheit. Das war gar nichts. Okay. Begrüßung. Ich grüße Sie. Ich bin HK-55, voll bewaffnet und stehe zu Ihren Diensten. Gut zu wissen. Ich sagte doch, dass wir es schaffen würden. Ihr habt den Teil vergessen, wo ich mein Schiff verloren habe. Es waren andere bei mir, bevor Arkan angegriffen hat. Was ist passiert? Warum seid ihr und T7 die einzigen, die gekommen sind? Ich kann euch nur das sagen, was ich weiß, Jedi. Fangen wir besser an. Das ist eine kurze Reise und wir müssen 5 Jahre galaktische Hölle durchsprechen. AK, mach dich nützlich. Überprüf die Stabilisatoren. 5 Jahre? Richterin Valen, bitte! Ich hatte keine Möglichkeit! Erwartet ihr Anweisungen? Der Fremdling? Nein, er ist weg. Weg? Mir ist egal, was dazu nötig ist. Ich will, dass er gefunden wird. Ich glaube übrigens, dass es jetzt mit einer Videosequenz weitergeht, deswegen... Weiß ich nicht, was ich euch jetzt unbedingt erzählen soll. Vielleicht, dass Schokolade auf dem Herd zu Schokosoße wird. Eventuell sowas. Macht euch mal Gedanken darüber. Lösch die Flammen! Habt ihr keinen Feuerlöscher eingepackt, als ihr dieses Schiff gestohlen habt? Verdammt! Fremdling, ihr seid dran! Schaut, was ihr ausrichten könnt! Jetzt schuldet ihr mir 2 weitere Fähren. Das war ja nicht mal eure. Die sollte gar nicht zählen. Sie war meine, als wir abgestürzt sind. Also zählt sie. Wissen wir irgendetwas über diesen Sumpf? Nicht viel. Spärlich bewohnt. Ein paar alte Ruinen. Das übliche übellaunige Wildleben. Die Leute nennen ihn den endlosen Sumpf. Endlos? Das ist ein alter Name. Früher waren die Leute viel theatralischer. Orten die Sensoren etwas? Verifizierung. Ich habe ein großes metallisches Objekt in der Nähe entdeckt. Die Analyse weist auf ein technologisches Gebilde hin. Es gibt aber keine Energiesignaturen. Was auch immer es ist, es fliegt wahrscheinlich besser als dieses Ding. Das Triebwerk ist nur noch ein Haufen Kohle. Die Sprungtruppen sind sicher nicht weit hinter uns. Wir müssen die Spuren unserer Landung verbergen. Ich berge, ihr vergrabt? Genau wie auf Aron Prime. Ihr sollt alle wissen, dass ich zu schätzen weiß, was ihr getan habt. Ihr habt offensichtlich viel riskiert, um mich zu retten. Danke. Keine Ursache. Obwohl die Rettung ja noch gar nicht vorbei ist. Ich weiß, dass ihr mehr Fragen als Antworten habt, aber wir sollten wirklich weiter. Ich verspreche euch, alles zu erzählen, wenn wir in Sicherheit sind. Enthusiasmus. Sollen wir das technologische Objekt untersuchen? Ich glaube, ich kann uns dorthin führen. Also gut. Okay,
Jetzt haben wir doch mal wieder hier, jetzt. Damit kann ich doch arbeiten, endlich mal wieder hier. So. Ich muss mal kurz hier das anlegen, weil es gut ist. Gut da. Das dahin. Okay. Ihr Status hat sich verbessert. Das ist gut, dass mein Status sich verbessert hat. Okay, wo lang müssen wir? Wir müssen hier. Kann ich denn schon. Ja, sauber. Was wollte ich euch jetzt erzählen? Irgendwas wollte ich euch sagen. Ja, jetzt sitze ich da wieder, ne? Und weiß wieder nicht. Achso, ja, genau. Fünf Jahre. Fünf Jahre sind vergangen seit den Geschehnissen von Folge 99 bis jetzt. Nee, warte mal, sogar noch länger, noch mehr. Folge 100. Folge 100 hat doch, glaube ich, damit geendet, dass wir ins Kryptonit-Gefängnis gekommen sind, ne? Dann ist das sogar Folge 100. Ich glaube, Ende Folge 100 bis jetzt sind 5 Jahre Zeit dazwischen gewesen. Und irgendwie haben die Kollegen sich noch nicht dazu geäußert, was denn mit meinen Begleitern passiert ist. Und ich konnte halt nur die Frage stellen, ob das mal tot ist. Oder was mit meinen Freunden passiert ist. Und da haben mich die Freunde natürlich sehr viel mehr interessiert. Deswegen sind wir uns alle noch nicht so ganz sicher, ob Darth Maul tot ist. Und wer es weiß, bitte nicht spoilern. Danke. Also ich weiß es schon. Aber, ne? Vielleicht gibt es andere Leute, die das hier gucken und es noch nicht wissen. Okay. Wir suchen irgendwelche technologischen Objekte. Was genau, weiß ich nicht. Fällt mir gerade mal so auf. Aber anscheinend gibt es da auch noch ein paar Teile von. Und wir müssen in den Story-Bereich. Das ist übrigens, wenn ihr mit mehreren Leuten spielt, das ist mir mal irgendwann aufgefallen, als ich mit meinem Bruder zusammen hier gelevelt habe, ist das ein bisschen doof gemacht. Weil ihr mehr oder weniger die meiste Zeit eures Questens halt eben in solchen instanzierten Bereichen verbringt hier. Und deswegen, ja, kann man das sehr, sehr schlecht zusammenspielen. Es gibt nicht so viele. Na geil. Gibt nicht so viele Quests, die man gut zusammenspielen kann hier. Yay, nice. Sumpfrancor. Ich existiere, um zu dienen. HK-55 ist übrigens eine legendäre Weiterentwicklung der HK-51-Serie. Jeder, der HK-51 nicht kennt, muss bitte sofort eliminiert. Ich glaube, Knights of the Old Republic 1 oder 2? Ich weiß es gar nicht genau. Aber die müsst ihr eh beide spielen, also mal ganz davon ab. Bewunderung. Es ist eine wahre Freude, Ihre Fähigkeiten aus nächster Nähe zu beobachten, Herr. Herr? Klarstellung. Mistress Beniko änderte meine Programmierung, bevor wir sie befreit haben. Ich werde Ihnen mit der gleichen unübertroffenen Loyalität dienen wie ihr. Ihr Überleben ist im Moment sogar meine höchste Priorität. Aus diesem Gefängnis zu entkommen war nur mein jüngstes Missgeschick. Du wirst alle Hände voll zu tun haben. Schmeichelei. Die Fähigkeiten, die Sie bis jetzt gezeigt haben und die Geschichten, die Mistress Beniko erzählt hat, weisen darauf hin, dass Sie sehr geschickt darin sind, für Ihr Überleben zu sorgen. Enthusiasmus. Ich freue mich darauf, jeden Feind zu vernichten, der unvernünftig genug ist, Sie anzugreifen. Wiederaufnahme,
Sollen wir fortfahren? Ich kann euch aber schon mal so viel spoilern, dass diese HK-Einheiten alle extrem lustige Gesellen sind. Das kann ich euch schon mal sagen. Das sind Attentäter-Druiden, die alle einen extremen Hang dazu haben, gerne zu töten. Ja, wie das halt so mit Attentäter-Druiden ist, ne? Die wollen alle ziemlich gerne ziemlich viel töten. Ich find die herrlich. Ich finde die total klasse. Nicht, weil ich gerne töte, aber einfach, weil die lustig sind. Ich glaube, bevor ich mit HK sprechen kann, muss ich erstmal die komischen Flugschlund-Heinze hier loswerden, ne? Kommen die anderen auch noch? Sag mir nicht, die kommen jetzt wirklich hier runter. Och komm, ey, das ist doch nicht euer Ernst. Übertreibt halt mal euer Leben, Junge. Geh sterben! Ziel inaktiv. Ja, Ziel inaktiv, genau. Auch auf dem Planeten allein schon kommt eine Cutscene von HK, die ist grandios. Ist das das Objekt, das du auf den Sensoren gesehen hast? Verifizierung. Jawohl. Ein weiterer Scan lässt darauf schließen, dass dieses Objekt seit mehreren Jahrhunderten hier ist. Jahrhunderte? Unter all dem Schrott hier draußen musstest du ausgerechnet die Antiquitäten finden? Beobachtung. Sichtbare Bauelemente entsprechen weder einer älteren noch einer modernen Sakul-Kultur. Nicht von Sakul? Ist es denn möglich? Er handelt manchmal etwas ungestüm. Habt ihr eine Ahnung, was das ist? Sieht irgendwie aus wie ein altes Raumschiff. Das ist die Gravestone. Das ist das einzige Schiff, das es mit der ewigen Flotte aufnahm und siegte. Habt ihr eine Ahnung, wie lange es schon danach gesucht wurde? Und wir stolpern einfach so darüber? Ihr behauptet, dieses Schiff hätte gegen die ewige Flotte gewonnen? Und jetzt verrostet es in einem Sumpf, während die Flotte noch da ist? Die Flotte ist noch älter als Valkorion. Vielleicht sogar älter als Sakul. Die Schlachten fanden vor Jahrhunderten statt. Niemand kennt die ganze Geschichte. Aber die Gravestone kennt jeder. Ein Schiff mit genug Feuerkraft, um die ewige Flotte auszuschalten. Das ist Schicksal. Wir finden euren Fremdling und stoßen genau auf die Waffe, die wir brauchen. Wir werden siegen, Lana. Das ist unsere Bestimmung. Das ist sicher kein Zufall. Aber Bestimmung? Ich glaube, hier geht etwas anderes vor sich. Der Wille der Macht führt uns alle, wenn wir bereit sind, ihn zu hören. Verlasst euch ruhig auf eure Jedi-Ideale. Aber dahinter steckt mehr, ich bin mir sicher. Wollen wir uns da drin mal umsehen? Feststellung. Lebenszeichen in der Nähe weisen auf Raubtiere hin, die dieses Wrack als Brutstelle nutzen könnten. Ich rate zur Vorsicht. Wir teilen uns auf, kümmern uns um die Wildtiere und treffen uns dann wieder, um das weitere Vorgehen zu planen.
Okay. Wie es mit der Gravestone weitergeht und ob die überhaupt noch funktionstüchtig ist oder ob wir vielleicht nur Teile darauf ausbauen oder, ne, was auch immer wir machen und warum am helllichten Tag anscheinend versucht wird, hier in Autos einzubrechen. Das sind alles Fragen, die wir in der nächsten Folge beantworten, die ja, wie ihr wisst, schon übermorgen kommt, weil heute Mittwoch ist. Und dann kommen die schon Freitag. Also gar nicht so lange warten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Da oben sind ein paar Videos zu sehen und ansonsten sage ich wie immer, bis denne!